Hi Leute, ich stehe hier gerade im Bunker in der Ebene 4, weil ich die Ebene 4 für die Raider-Aufgaben brauche. Normalerweise mache ich diese Ebene nicht, da sie sehr schusswaffenlastig ist, weil hier einige Geschütztürme stehen, auch etwas andere Geschütztürme wie zum Beispiel in Ebene 2 und 3. Und deshalb mache ich die Ebene wirklich nur noch dann für die Raider-Aufgaben. Meine Standardausrüstung oder beziehungsweise meine Ausrüstung heute dafür ist das hier. Für die Geschütztürme, für die normalen die M16, für die besseren Geschütztürme die AK, weil die größeren Geschütztürme natürlich auch mit einer stark modifizierten Glock gehen würden und auch mit einer M16. Dort aber der Schaden weniger zählt und man deshalb mehr Verbrauch hätte. Ansonsten, man könnte auch für die normalen Zombies mit ein paar Nahkampfwaffen rumhantieren. Aber weil ich das Ganze ein bisschen beschleunigen will, nehme man nur die Glock mit. Von den Tickets her ist hier nämlich auch nicht unbedingt berauschend auf dieser Ebene. Heute allerdings einmal ein bisschen besser als sonst. Sogar um einiges besser. Hatte nämlich schon die Ebene 4, wo ich in Summe noch nicht mal so viele Tickets hatte wie jetzt schon. Vielleicht hat sich da mal was geändert seit den letzten Updates. Hier haben wir schon das erste, das ist ein normales Geschütz. Seit diesem Quatsch mit den Fehlschüssen dauert das halt alles ein klein wenig länger, da man nicht auf dem Schießknopf nicht draufbleiben darf, sollte. Das hier sind dieselben Zombies, wie sie auch in den Schneegebieten vorkommen. Das sind solche, die sich heilen, wenn sie dich schlagen. Hier durch diesen Kaltraum sollte man sich halt recht zügig durchbewegen, da man sonst anfängt zu frieren. Das zieht dann halt wieder Leben ab. Hier, das ist der erste große Geschützturm. Man sieht schon, die normalen haben 250, die haben 500 HP.
Dementsprechend länger dauert das auch. Zum Glück gibt es von diesen nur drei Stück. Den dritten müsste man nicht mal zwingend machen, wenn man die eine Kiste auslassen würde. Hier von diesen Geräten, die da von der Wand hängen, von der Decke hängen, würde ich mich fernhalten. Die ziehen ja 30 Leben ab. Warten wir kurz, bis wieder Normalzustand ist. Das war dann der erste Bereich. Hier ist dann wieder der Eingangsbereich, wo wir schon am Anfang waren. Jetzt ist diese Tür hier offen. Das sind dann zwei normale Geschütztürme wieder. Leere Kiste ist nicht gerade so toll. Hier ist jetzt noch ein großes Geschütz. Das ist aber in der Ecke, hier geht es auch gar nicht weiter, sondern durch eine andere Tür. Also man müsste das gar nicht machen, aber es steht eine Kiste daneben
wo ab und zu mal der Loot ganz ordentlich ist. Deshalb mache ich die gleich mit. Seht ihr zum Beispiel den Kupferbahn, die drei Batterien. Das schaut schon ein bisschen besser aus wie die anderen Kisten. Es kommen aber ganz zum Schluss noch zwei bessere Kisten, wegen denen man am ehesten noch diese Ebene machen könnte. Hier haben wir schon ein ordentliches Gemetzel angerichtet. Das mit dem Trinken geht sich aus. Hier hängen wieder diese Teile von der Decke. Da kommt man auch gar nicht drum rum, sich eventuell irgendwie rumzuschleichen. Das geht gar nicht. Enormen Verbrauch heute. So, das war es eigentlich schon an Zombies. Hier kommen keine mehr. Im Grunde ist die Ebene auch recht schnell fertig. Natürlich auch dadurch, weil man sich nur, wie in meinem Fall jetzt, mit Schusswaffen durchgekämpft hat. Das geht dann relativ zügig. Mit diesem Terminal öffnen wir jetzt noch hier den letzten Raum. Da sind noch zwei Kisten, da ist von der ganzen Ebene noch das beste Zeug drinnen. Hier ein Kupferbahn. Ab und an ist sogar mal eine Stahlplatte dabei. Dieses Mal war sie sogar nicht so berauschend, wie sie sonst eigentlich ist. Ihr seht, Waffen habe ich nur noch diese zwei, also ich habe drei Glocks verbraucht und circa vier Langwaffen, Decats, nicht so sonderlich viele und auch der Loot an sich. Ich meine, ich habe jetzt viel nicht mitgenommen, weil ich es nicht brauche mehr, aber es generell ist hier nicht sonderlich viel, deswegen sagte ich wie am Anfang schon, mache ich den nur noch, wenn ich die Raider-Aufgaben habe. So, das war es schon. Tschüssi.